Bleibe hier für 3 Atemzüge. Und bringe dann das linke Bein zur Brust, von hier aus zwischen die Hände. Stelle dein rechtes Bein auf und komm hier in den Krieger 2. Auch hier jetzt die hintere Ferse anheben, die Hüfte nach vorne bringen, die Hände nach oben, Krieger 1. Diesmal ist das linke Bein vorne. Ausatmend die Hände tief, das linke Bein nach hinten führen, in die Plankenposition, 8 Punkte halten, Kleider auf den Bauch und in die Cobra. Und zurück in den herabschauenden Hund. Das rechte Bein nach vorne, das linke Bein aufstellen und kommen dann in Krieger 2. Jetzt den rechten Unterarm zum Bein, das linke Arm zur Decke. Blick entweder hoch zur Decke oder zum Boden. Komm zurück in den Krieger 2. Und dann in den Krieger Revers. Zurück in den Krieger 2. Hintere Ferse anheben. Nach vorne kommen. Krieger 1. Hände zu Boden. Rechte Bein nach hinten in die Plankposition. 8 Punkte Haltung. Rutsche vor in die Cobra. Und zurück in den herabschauenden Hund. 3 Atemzüge hier verweilen. Linkes Bein nach vorne, das rechte aufstellen. Krieger 2. Den linken Arm auf das linke Bein bringen. Komm zurück in den Krieger Revers. Und zurück in den Krieger 2. Und dann Krieger 1. Und Kleider nach unten in die Plankenposition. 8 Punkte Haltung. In die Cobra und zurück in den herabschauenden Hund. Dann laufe vor mit so vielen Schritten, wie du brauchst. Komm in die Vorbeuge und richte dich langsam wieder auf. Komm zum Berg. Öffne dann die Arme und die Beine. So weit, dass du, wenn du die Finger einklappst, die Fingerspitzen in Richtung Knöchel zeigen. Von hier aus die Hände an die Hüfte, die Schultern nach hinten, den Oberkörper strecken und nach unten in die